Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Moment, was ist mit Park? Ein bisschen vom Pech verfolgt. Schmerzhaft, voll Training und sehr Hunger, aber das ist ja alles in Ordnung soweit. Im Dasein eines Nerds dreht sich alles darum, überlegenes Wissen zu mit überlegenem Wissen zu triumphieren. Das ist CMC, spielt am Computer. Das ist gut, und was macht sie? Sie spielt auch. Das ist das falsche Medium zum Spielen. Mal du mal, klein. Sie schläft noch. Kostenloser Urlaub. Tarika, sie und alle Erwachsenen haben Lotto 2 Tage kostenlosen Urlaub gewonnen. Mach dich auf und spanne dich, während du die Teenager aus deinem Haushalt vom Hals hast. Du brauchst dir um nichts Sorgen zu machen. Können wir leider nicht annehmen, wir brauchen derzeit alle und vor allem voran Tarek. Der Gute sollte jetzt eine Kleinigkeit essen. Extrem duschen, das ist extrem sauber. Und dann. Was? Weiter Logik lernen. Das Charisma-Buch legen wir mal ab. Sie dürfte jetzt bald mal aufstehen. So, sie hat Freude. Pike sieht immer noch schlecht aus. Isst du mal ein paar Froschschenkel? So. Und wenn du das getan hast, dann arbeite bitte mal an deinem Bild weiter. Wenn du schon damit angefangen hast. So, wie es aussieht, haben wir jetzt bald genügend Geld zusammen. So, jetzt. Genau. Hier auch Geld sammeln und hier Geld sammeln. Und wir haben genügend Geld. Das heißt, ich kann schon mal das erste Häuschen vorbereiten. Was meint ihr? Hier ist ein gutes Plätzchen. Oder soll ich alles mehr so zentral machen? Aber hier haben wir. Sag mal her. Ah ja, doch. Das würde eigentlich auch ganz gut passen. Jetzt machen wir hier bei Via Lorente, auch wenn da gerade Pferde sind. Ja, die Pferde könnten doch mehr ein Problem sein. Ach, warte mal. Genau, wir müssen ja gar nicht so weit weg. Wir können ja erstmal hier dieses kleine Ecken richtig machen. Ah, jetzt habe ich was übersehen. Das ist ja immer noch als öffentliches Gebäude eingetragen. Moment. Machen wir daraus schnell. Jetzt Grundstücksart ändern. Hier ein Wohngrundstück. Und dann versuchen wir da mal ein schickes Häuschen hinzuzaubern. Sollte eigentlich kein Problem sein. Dann mal geben wir da 2 rein. Oh, das ist sogar ziemlich groß. Dann machen wir das mal andersrum. 5 mal 15. Und jetzt hier noch 10 mal 5. So. Ich könnte noch ein bisschen was anderes machen. Nein, ich lasse das. Das ist keine gute Idee.
Kann ich vielleicht beim nächsten Haus dann machen. Aber ich will hier oben noch ein Stockwerk. Und hier eine schöne Terrasse. Ich frage mich gerade, was würde das kosten? Gut, preislich akzeptabel, dann machen wir diesen Boden. Das wäre natürlich die einfachste Tapete. Dann noch etwas heller und leicht ins Rosa, so ähnlich wie das andere Haus. Textilien und hier Mauerwerk. Müsste etwas intensiver von den Farben her sein. Ja, so. Na, jetzt nur noch eins. Das muss ich jetzt auch mal verändern. Die Dächer brauchen wir natürlich so nicht. Vor allem nicht dieses. So, Autodach ist aus. Ja, dann geben wir mal das hier. Hä? Das war nicht der Typ, den ich gewählt habe. Wie ein Mansardener. Ja, so ist besser. Flach machen. Hier brauchen wir ja was anderes. Nee. Stein. Mauerboden. Oh ja, Mauerboden ist gut. Dann kann ich mich hier. Ah, zu intensiv. Nicht schön genug. Gar nicht so einfach. Das passt hier im Allgemeinen ganz gut für so ein Terrassenprojekt. Aber ich müsste die Farbe noch ein ganz klein wenig anpassen. Ist das hier schwer? Aha. Ich glaube, ich hatte den Rand erwischt oder sowas. Also jetzt ein bisschen. Scheint sich jetzt aber kaum auszuwirken. Und also dann nicht. Hm. Vielleicht ein klassischeres Muster. Ja, probieren wir das mal.
Rüstung. Was machen wir da Schönes? Wäre das übertrieben? Sag mal, wie ist der so? Oh, der ist sehr schön. Und hier kann ich es jetzt nicht. Da muss ich einen anderen durchgängig machen. Nee, das ist dann einfach zu lang. Also. Eins. So. Sehr gut. Bei den Türen bin ich mir schon ziemlich sicher, was ich machen will. Dann nehme ich diese Fenkertüren. Einmal die für die Eingangstür, einmal die für die Terrassentür und dann haben wir hier unten noch die untere Terrasse. Jetzt zu den Fenstern. Da habe ich auch sehr schöne toskanische, aber ich fürchte gerade, die sind etwas zu teuer. Was sind sie denn überhaupt? Das sind die Feenfenster. Das Schnittersfenster. Die Fenster mit Fensterläden sind natürlich auch nicht schlecht. Wenn ich die anderen nicht finde, dann nehme ich die halt. Ah, hier sind sie. Hier eins. Ja, na, komm, da. Na, komm. So, ein Stück höher. Oh oh, guck mal auf den Preis. Ich fürchte, die Fenster sind zu teuer und die Türen. Also wird das nicht gehen. Oder ist das der Zaun, wo so teuer ist? Ja, tatsächlich, der Zaun ist so teuer. Wobei natürlich ist das Häuschen jetzt auch noch nicht gerade billig, so wie es jetzt ist. Also nehmen wir hier einen einfacheren Zaun. Ich meine, der hier sieht ja echt nicht schlecht aus. Und die etwas dunklere Variante. Diesmal Dreier. Also, bei dem Zaun ist das nicht so wichtig. So, da sind wir schon viel günstiger rausgekommen. Dann schaue ich mal bei den Castilmetalle. Na, also. Schon
mal deutlich billiger. Mal gucken, wie die Fenster, die ich zuerst im Auge hatte, dazu passen. Was ist denn eigentlich mit diesen? 110. Oh, ich fürchte fast, die sind auch nicht gerade sehr günstig. Ja, hier. Mit Blumen 200. Mit Läden 240. Das passt stilistisch nicht sehr gut. Ich könnte ja ein wenig tricksen und etwas mit Gewächshausfenstern arbeiten. Verwittertes Fenster. Fabrikfenster. Klassisches Art Deco-Fenster. Aber es erfüllt seinen Zweck. Hier noch eines und da noch eines. Gut. So, andere Mindestanforderung, eine Treppe, um nach oben zu kommen. Wenn ich sie ans Ende packen würde. Oder hier hin. Wenn ich noch einen Schritt weiter rein, ja. Hoffentlich gibt es keine Routing-Probleme. Jetzt brauchen wir ein paar Lampen. Da werde ich auch sehr günstig probieren zu bleiben. Ach. Das muss nicht gleich eine Disziplinarlampe sein, aber... Und die gefällt mir eigentlich ganz gut. Die hat so einen eigenen Stil. Die wäre ganz günstig und würde eigentlich auch ganz gut hier zum Stil passen. So. Haben wir einen ganz eigenen Raum. Und auch hier wird es einen eigenen Raum haben. Huch. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, nach den Regeln der Challenge darf ich so ein Haus praktisch auch nur dann haben. So, Moment, das hier wird ein Zimmer. Ich muss zu meinem Erstaunen sagen, wenn ich es anders machen würde, würde das sogar noch mehr passen. Aber nein. So, dann haben wir hier das Elternschlafzimmer. Und hier haben wir ein großzügiges Bad. Das heißt, ich brauche jetzt schon wieder ein paar Türen. Aber diesmal innen und diesmal kann ich die einfachen nehmen. Ja, ich nehme die. So, dann geht's los. Brauchen wir die Wand legen. Das bitte in hell.
Gut. Kacheln. Das kostet. Oh. Diese. Der passende dazu wäre diese. Dann bräuchte ich noch eine. Die 5. 5 passt eigentlich ganz gut. Das heißt, diesen Bereich deklariere ich hiermit als Küche. Vielleicht etwas weniger. Ist ähnlich hier? Nein, um Himmels Willen, das passt nicht. Das sieht mehr aus wie etwas. Das gefällt mir alles nicht. Was ist das? Ja, das sind jetzt immer natürlich schon ganz bei den teuren. Das kostet 10 Simoleons pro Stück. Tricksen wir uns wieder in die günstigen Bereiche, indem ich das hier Felsen und Stein vielleicht so das ein bisschen anpassen, dass es weniger rot ist. Etwas ungewöhnliches Design, aber es geht. Habe ich das geschafft? So, jetzt. Okay. Jetzt habe ich noch 2000 Simoleons für die ganze Ausstattung. Eieiei. Also es muss nicht der teuerste Kühlschrank sein. Aber diesen Kühlschrank kann man immerhin etwas verschönern. Sonst Basis ist das hier. Und hier. So. Den günstigsten Herd, das wäre der gute hier. Schliff mit Arbeit. Oberflächen. Günstig und schön. Günstig und schön ist eigentlich diese Abteilung. Gut. Sind bei 17.280. Ich dachte, ich kann vielleicht mal fixen, dass ich sehen kann, ob ich das Haus günstiger machen kann. So, solange noch kein Bett da drin ist, gilt es noch nicht als fertiggestellt. Und es wird auch niemand einziehen,
Somit verstoße ich noch nicht gegen die Regeln, dass ich Wohngrundstück gleich kaufen muss, weil es noch nicht also wirklich als Wohngrundstück gilt. Das heißt, hier mache ich erstmal Schluss mit diesem Bau. Machen vielleicht offline weiter. Fertig. Ich kann jetzt auch nicht wirklich behaupten, dass es ein wunderschönes Gebäude ist, aber ich wollte halt einfach so groß wie möglich bauen, ohne dass es zu teuer wird, weil ich will, dass unser Pärchen, das hier einzieht, das tut im schwangeren Zustand. Also, wie sich das ausgeht, das seht ihr in der nächsten Folge am Freitag. Und ich sag erstmal Tschüss und bis bald.